Einen wunderschönen guten Tag in unserer neuen Sendung Bodo Plops mit Verantwortung. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ich bin die Captain Olga Blob. Und Captain, das heißt, Sie haben auch ein Schiff. Was ist das für ein Schiff? Naja, es kommt aus meinem Heimatplaneten. Ich habe selbst gebaut. Sie haben es selbst gebaut mit Schraubenzieher, oder? Nein. Wie, Wie denn dann? Aus allem, was wir so auf der Insel haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Steine und Erde und Würmer. Nur wir müssen aufpassen, dass die Würmer nicht weggehen. Sind die wichtig für den Antrieb? Ja. Es ist ein sogenanntes Wurmlochantrieb. Ja. Verstehe, verstehe. Meine Kollegin hat auch noch ein paar Fragen an Sie. Wie alt sind Sie denn jetzt? Ich bin 1580 Jahre alt. Das ist ja noch jung für einen Bodo Plopp. Ich weiß. Sind Sie schon verlobt? Nein. Ist das in Ihrem Beruf überhaupt erlaubt? Nein, leider nicht. Oh, das heißt, alle Kapitäne sind immer ganz allein. Ja. Haben Sie wenigstens ein paar Mitarbeiter? Ja, wir haben 100.000 Mitarbeiter an Bord. Um die Würmer zu ernähren? Ja, auch. Wozu denn noch? Naja, dass das Schiff fährt, manchmal fährt das Schiff nicht und dann müssen manche ins Wasser springen und das Boot schieben. Ach so, okay. Sind Sie sehr stark? Ja, ich glaube schon. Und wohin geht Ihre nächste Reise? Nach Kluglublieb. Und haben Sie dann auch Passagiere an Bord? Ja, ganz viele. Ah. Wie viele sind es denn? 1 Million. Meist passen sie gar nicht auf das Schiff rauf. Und dann? Dann müssen wir noch ein zweites Boot bauen. Das dauert aber ganz schön lange. Und was machen die Passagiere in der Zwischenzeit? Sie müssen warten. Oh, wie lange? Naja, allerschlimmstens könnte es so ein halbes Jahr dauern. Und in der Zeit gibt es für die wenigstens so heiße Getränke und Unterhaltungsspiele? Nein, die müssen warten. Das ist ein interessanter Service. Ich weiß, darum macht er ja auch so Spaß. Für den Kapitän. Ja. Dauert die Ausbildung lange zum Kapitän? Nein, überhaupt nicht. Nein, man muss einfach nur Regenwürmer züchten können. Ja. Verstehe. Gut. Möchten Sie vielleicht selber noch irgendetwas erzählen von Ihrem Heimatplaneten, was für uns interessant ist? Naja, eigentlich gibt es da nur eins. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, dahin zu gehen.